Ein Blädele. Siddele. Ja, was gibt's für ein Siddele? Mir hat wer beleidigt. Was? Ja. Nein, das darfst du nicht geben. Aufgeblasene Teigmale. Wer? Hat gesagt, der Gottlob Friedrich. Der Gottlob Friedrich. Ja. Was hat er zu Ihnen gesagt? Aufgeblasene Teigmale. Jetzt im Vorzimmer? Ja, im Vorzimmer. Fräulein Siddele, deshalb brauchen Sie doch nicht zu heilen. Nein, also beruhigen Sie sich. Ja, wiederholen Sie mal, was dieser Herr wirklich zu Ihnen gerade gesagt hat. Sie seien eine... Aufgeblasene was? Moment, das schreibe ich mir auf. Eine aufgeblasene Teigmalle. Ja. Frau Siddele, in spätestens 5 Minuten hat sich der Herr bei Ihnen entschuldigt. Verlassen Sie sich drauf. Und zwar in aller Form, so wahr ich Blädele heiße. Und jetzt schicken Sie ihn rein, diesen Herrn. Ja. Herr Friedrich. Jawohl. Antworten Sie bitte mit Ja oder Nein. Wir sind hier nicht beim Militär, nicht wahr? Zu Befehl. Sagen Sie mal, was haben Sie denn da für ein Paket unterm Arm? Mit meinem Besen. Da fällt ja der Stiel. Ja, der ist abgebrochen. Mhm. Beim Fegen? Nein, beim Vespern. Was Unsinn, beim Vespern kann doch kein Stiel abbrechen, nicht wahr? Ja, mir Vespern im Stehen. Herr Friedrich, wie mir meine Sekretärin, die vorne ein Sitterle soeben mitgeteilt hat, sollen Sie in wüstester Weise beleidigt haben. Sagen Sie mal, was verstehen Sie eigentlich unter einer Teigmalle? Die Fräulein Siddele. Herr Friedrich, Sie werden sich jetzt sofort bei der Fräulein Siddele entschuldigen, gell? Einen Moment. So weit kommen wir noch. Siddele? Ja, Fräulein Siddele, der Herr Friedrich, der steht neben mir. Er hat den dringenden Wunsch, sich bei Ihnen zu entschuldigen. Einen Moment, ich übergebe. Bitte, Herr Friedrich? Ja. Siddele? Fräulein Siddele, sind Sie aus Backnang? Nein, warum? Nein, dann entschuldigen Sie. Herr Friedrich... Sagen Sie mal, ich habe Sie doch beide bestellt. Wo steckt denn Ihr Kollege, der Mühsam? Der ist im Urlaub. Seit wann? Seit morgen Nachmittag, 16.14 Uhr, Gleis 3. Sagen Sie mal, was heißt denn morgen Nachmittag, 16.14 Uhr, Gleis 3? Ja, der Fahrzeitzug. Wohin? Nach Majorca. Wohin? An die brave Costa. Herr Friedrich, Sie wissen, um was es geht. Ja, nach Majorca. Nein, vergangenen Mittwochnachmittag anlässlich meines Kontrollgangs in der Schillerstraße, nicht wahr? Nicht. Wissen Sie jetzt, um was es geht? Ach ja, um unsere Verabredung in der Schillerstraße. Das nennen Sie eine Verabredung? Sie, das war gelinde gesagt die größte Unverschämtheit. Ja, wieso? Ich habe ja bloß gesagt, ich möchte auch 20 Mark mehr Kinderzulage in der Woche, so wie es der Mühsamer Skalle auch kriegt. Ja, und was haben Sie dann noch gesagt? Ja, dann haben wir verabredet, wenn Sie mir die 20 Mark nicht geben, dann könnten Sie mich am Lego Mio Popo Blanco, weil das unsere Gastkollegen, unsere Italiener auch immer zu uns sagen. Das Zitat des Götz von Berlichingen haben Sie mir geboten. Und zwar im Original. Ja, vom Ludwig Uhland. Das stammt nicht von Uhland, das ist von Goethe. Ja, das habe ich in der Aufregung auch nicht mehr feststellen können. Herr Friedrich, also abgesehen von dieser respektlosen Beleidigung, nicht wahr? Nicht, da frage ich mich immer wieder, mit welchem Recht verlangen Sie von mir eine Lohnerhöhung von 20 Mark? Sie werden laut Tarif vollkommen korrekt entlohnt. Nein, der Mühsamer Skalle kriegt 20 Mark mehr und der schafft auch nicht mehr wie ich, der Faulenzer. Ihr Kollege Mühsam erhält die Zulage für seine 2 Kinder. Ja, ich hab ja auch 2 Kinder. Nein, Sie haben bloß noch einen Sohn, nicht wahr? Nicht, der sich in der Ausbildung befindet. Das ist ein Unterschied. Ja, meine Tochter, meine Gisela, ist die vielleicht nix? Ach, Ihre Tochter ist doch nicht mehr in der Ausbildung, die hat doch schon 2 Kinder. Ja, da kann ja eh nichts dafür. Das habe ich ja auch nicht behauptet, Herr Friedrich. Aber wir kommen einfach an der Tatsache nicht vorbei, dass Sie bloß noch 1 Kind nachzuhäusen haben, nicht wahr? Ja, wenn Sie, so wie Ihr Kollege ebenfalls, noch ein weiteres Kind dann... Ja, was soll denn ich auf meine alte Tage jetzt noch ein Kindle herkriegen? Sie müsstet mich sehr, wie ich jedes Mal da stand vor meiner Lina, wenn der Mühsamer Skalle 20 Mark mehr heimbringt in der Woche. Und deshalb bleibe ich bei unserer Verabredung in der Schillerstraße. Ich bestehe auf den 20 Mark. Lass mir doch nicht auf den Kopf scheißen. Ich mach mein Maul auf. Und wenn ich das Geld nicht krieg, dann gehe ich auf die Arikaden. Wo gehen Sie hin? Auf die Barrikaden. Also ich sehe schon, so kommen wir einfach nicht weiter. Nicht wahr? Nicht. Herr Friedrich, ich mache Ihnen jetzt einen Vorschlag. Also, dass Sie sich für Ihr Benehmen am vergangenen Mittwoch bei mir zu entschuldigen haben, das dürfte ja klar sein, ja? Jawohl. Gut. Dafür verspreche ich Ihnen, mich aufgrund Ihrer langjährigen Tätigkeit, nicht wahr, für eine Lohnerhöhung bei der Stadtverwaltung einzusetzen. Und
denke, mit dieser Lösung dürfte uns beiden dann gedient sein. Einverstanden? Jawohl. Also, wenn ich die 20 Mark krieg. Gut. Aber Sie werden sich bei mir dafür entschuldigen. Jawohl. Wenn ich die 20 Mark kann. Schön. Dann wäre die Angelegenheit erledigt. Ich danke Ihnen. Ja, dann kann ich also jetzt wieder gehen. Bitte. Auf Wiedersehen, Herr Amtmann. Auf Wiedersehen. Und nochmals mein besten Dank für die 20 Mark. Ja, Moment. Herr Friedrich, kommen Sie nochmal her. Sagen Sie mal, sollte natürlich, also wieder erwarten, mein Antrag wegen Ihrer Lohnerhöhung von der Stadtverwaltung abgelehnt werden, ja. Ja, sagen Sie mal, was ist denn dann? Ja, na, lassen wir's bei unserer Verabredung in der Schillerstraße.